Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Rehbach mit mir, dem Ernie Gnitzi. Ja, so wie ihr seht, es geht hier fleißig weiter. Wir haben es auch gleich geschafft. Ja, das erste Feld, der Hafer ist bald runter. Wir bekommen einen Spitzenpreis in dem Sinne. Ich würde sagen, das Feld verticken wir noch. Das andere können wir eventuell noch einlagern. Ne? Die Sorghumhülse kann auch noch weg. Und dann immer so weiter. Und wir wollten ja auch noch sehen, dass wir in der einen Halle, die wir uns jetzt ja neu zugelegt haben, noch ein kleines Teil unterbringen können, wo wir da bei den Pressen, glaube ich, war das. Ne? Da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Platz. Müssen wir mal schauen. Hab so an den Striegel gedacht. Mal schauen, ob wir die da hinstellen. Mal gucken. So, dann würde ich sagen, gehen wir schon mal so langsam aber sicher, in unseren Johnny. Starten wir den Motor, richten uns hier mal so ein bisschen ein und der ist scheiße dreckig. Ach, herrlich. Leer war ich, genau so. Er hat jetzt 91%. Wir warten noch kurz. Wir können ja mal in die Außenperspektive gehen. Da können wir noch ein bisschen zurückgehen. Jawohl. Ansonsten hoffe ich, euch geht's gut. Ihr seid gesund, ihr seid alle fit im Schritt. Das Wichtigste, glaubt mir, mir ist gestern schon wieder was passiert. Das braucht man so dringend wie Fußpilz. Ich hatte ja, wie ihr wisst, hatte ich ja so zwei fette Bienenstiche am Bein mit so einem Pustern und so. Dann hatte ich Antibiotika gekriegt. Das hat der Ernie auch fleißig geschluckt. War so eine 5-Tages-Ration, morgens und abends jeweils immer eine. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann Zahnschmerzen bekommen. Und ich dachte mir so, naja gut, googelst du mal. Und das kann auch durch Antibiotikum ausgelöst werden, ne? Und wird schon wieder weggehen. So, nun hatte ich dann aber auch kein Antibiotikum mehr genommen. Und die Zahnschmerzen waren immer noch da. So. Nun hatte ich aber jetzt mal, hatte meine Frau gesagt, Mensch, du wolltest doch sowieso den Zahnarzt wechseln und hin und her. Beziehungsweise hat sie es vorgeschlagen, was ich dann auch gemacht habe. Und dann war ich bei einem anderen, der auch erstmal geröntgt, erstmal sich über sich verschafft und hat gesehen, ja, der muss raus. Ach, klasse, haben sie mir gestern noch einen Zahn gezogen. Oh nein, es war echt die Hölle. Aber Schmerzen weg, jetzt noch so ein bisschen, jetzt muss ich so ein, zwei Mal am Tag vielleicht nochmal eine Ibo nehmen. Und dann denke ich mir mal, morgen wird das Schmerz dann komplett schmerzfrei sein. Ja, desto wegens bin ich heute auch mit dieser Folge, heute ist Mittwoch, das heißt, ihr seht es morgen dann am Donnerstag auch etwas spät dran, weil ich nämlich heute Morgen noch die ATS-Folge für heute drehen musste, weil gestern war ja nicht möglich. Konnte ja nicht sabbeln, ne? So eine fette Mullbinde im Mund gehabt, da konntest du ja nicht sprechen, gar nichts. Das konntest du abessen. So, wir bringen das erstmal weg. Ich weiß, er wird gleich fertig sein. Das heißt, wir sehen zu, dass wir das ruckzuck jetzt wegbekommen, dass wir ihn umsetzen können. Und dann sehen wir weiter. Und was hat er eigentlich vergessen? Er hat wieder vergessen, die Feder einzustellen. Ein kleiner Moment mal. Das müssten wir doch jetzt noch so hinkriegen. Es tut mir leid, Freunde. Aber so kann keine Sau fahren. Na? Jetzt hat das. So, da sind wir wieder. Sehr schön. Ab dafür. Ach Mann, oh Mann. Naja, auf jeden Fall, das war gestern das absolute Highlight. Der hat mir da 6 Spritzen reingehauen. Also zumindest ab der 4. habe ich nicht mehr gezählt, was der mir da in den Kiefer unten rechts da reingepumpt hat. Also die Klinge war auch für Feuerwehr. Da ging gar nichts mehr, Alter. Aber ich habe auch nichts gemerkt. Also das Ziehen war wunderbar. Also alles betäubt, kein Schmerz, kein gar nichts. Das lief alles. Und den werde ich jetzt auch weiterhin auch suchen, ne? Für die nächsten Behandlungen, die dann noch anstehen, so ein bisschen. Da werde ich auf jeden Fall jetzt zu ihm wechseln. Er ist auch dichter dran hier über die Dörfer. Also brauche nicht mehr die große Stadt Ayana und alles. Das ist schon in Ordnung. Hat auch seine Vorteile. Definitiv. Ja, nee, und das war, wie gesagt, mein ganz großes Highlight gestern. Daraus resultierend hat er irgendwie natürlich auch gestern nicht gekocht. Da hatten wir zwar noch ein paar Reste, aber es hat nicht gereicht. Dann hat meine Frau halt abends von der Arbeit noch ein Brot mitgebracht. Und dann haben wir mal ganz schnöde, so wie früher, mal ganz einfach nur Armbrot gegessen, da meine Betäubung dann schon raus war. Das heißt, ich hatte wieder vollen Zugriff auf meinen Mund, auf meine Sabbelstrippe. Konnte ich dann auch was essen, ohne mir die Wangen und die Zunge kaputt zu beißen, ohne es zu merken. Aber es war einfach schon zu spät, noch das Video zu machen, abzudrehen und alles. Das hätte auch nichts gebracht und ich war auch gestern nicht so gut drauf, war noch so ein bisschen
ja, stand so ein bisschen neben mir aufgrund der Narkosen da und alles und naja. Aber wie gesagt, jetzt geht es wieder. Bin da jetzt voll dabei. Und ja, das war wie gesagt mein Highlight gestern. Oder bin ich auch nicht gegangen? Ich muss mal tierisch meine Kräfte einteilen. Hatte eben noch mal schnell hier drin so ein bisschen gewischt und alles. Merk auch, wie langsam ich müde werde. Deswegen mache ich jetzt das Video, nicht dass es nachher nichts mehr wird, weil ich muss nämlich noch einkaufen. Sind zwar nur ein paar Kleinigkeiten, aber da ich mir ja ein neues Rezept rausgesucht habe, Leute, ich denke mal, Ernies Frau wird heute Abend sich wieder alle 10 Finger lecken. Mal gucken. Oh, geht eigentlich schon. Und zwar soll es heute Abend Asianudeln geben. Mit Mienudeln, mit frischen Champignons, mit Brokkoli, mit Möhren. Ich glaube, Zwiebeln kommen da noch mit rein. Und dann halt diverse Öle und Gewürze. Das ist ein Rezept, was ich mir halt ausgedruckt habe. Bei Pinterest habe ich das gefunden. Und da das ja neben LS und, was hat es überhaupt gegeben? 15.000? Ach Mensch, herrlich. Und da es ja neben LS und ATS auch ein Hobby von mir ist, kochen. Man sieht es. Ja, ich muss echt aufpassen, da ich jetzt ja nun auch aufgehört habe mit Rauchen. Ich esse schon echt wenig jetzt. Total weniger, aber durch diesen scheiß Long-Covid und den Bewegungsmangel. Sag mal, du kannst doch da langfahren. Die sind doch bescheuert, jetzt mal ehrlich, oder? Durch den Bewegungsmangel, was ich sagen wollte, ist natürlich ja die Verbrennung nicht ganz so da. Deswegen kann ich im Moment noch so wenig essen. Setzt ja doch irgendwo an dann so ein bisschen. Ne? Naja, auf jeden Fall, ja, Kur ist ja beantragt jetzt, also beziehungsweise die Reha. Die Reha ist ja beantragt. Die Papiere sind jetzt alle weg. Wir wollen mal schauen, hatte mich heute Morgen erstmal mit meiner Frau darüber unterhalten, ist sehr gespannt, wie schnell das jetzt geht. Weil umso früher, umso besser natürlich. Dann, ich hoffe, die können mir da wirklich helfen, dass ich wieder in meinen Alltag, in mein altes Leben irgendwo zurückfinde, wieder als Busfahrer arbeiten kann, im Garten wieder vernünftig agieren kann, ohne dass ich einen ganzen Tag fürs Rasenmähen brauche. Was übrigens diese Woche wohl zum Wochenende auch noch ansteht. Oh. Lecco mio Popo Blanco, das auch noch. Ja, naja, gut. Ich würde sagen, bei dem Preis. Also ich Bock, eine Runde verkaufen wir definitiv noch, wa? Wenn wir ihn einmal kurz abtanken, umsetzen. Und dann können wir erstmal mit dem Fendt noch den Striegel da versuchen, in die Halle zu bekommen. Wenn er denn passt, das Riesen-Aas. Müssen wir mal schauen. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Bin ich gerade im Überlegen. Das Neueste habe ich euch alles erzählt. Oh, heute Morgen musste ich auch schon früh aufstehen. Also mein Tag begann heute doch schon früh. Oh, musste ich nüchtern bleiben, aus einem kleinen Stückchen Wasser meine Tabletten, weil ich... Gestern rief der Urologe noch an, du musst noch mal vorbeikommen, wir müssen noch ein bisschen Blut abzapfen. Geht da um so ein paar Werte, die einmal im Jahr da abgefragt werden, so Vorsorge. Vorsorge ist wichtig. Also ihr merkt schon, ich bin sehr auf Gesundheit und dieses... Und momentan habe ich Arztbesuche noch und nöcher und... Aber wie gesagt, gegen dieses scheiß... Corona, Long-Covid, da kannst du nichts gegen machen. Es gibt Menschen, die bekommen es nicht und es gibt Menschen, die bekommen es. Und ich bin einer von den armen Willis, die es halt bekommen. Meine Frau zum Beispiel, die bekommt kein Corona, ne? Das lässt die aus, das kriegt die nicht. Nee. Die war ja die ganze Zeit mit mir auch zusammen, wo ich die 4 Wochen damit zu tun hatte. Die kriegt das nicht. So. Dann wollen wir mal hier rein. Jetzt löschen wir erst einmal den machen wir wieder so, dann löschen wir den Kurs raus, damit wir da gleich. Er ist an, sehr gut. Ach ja, getankt hatte ich ihn dann auch nochmal. Wir hatten ja in der letzten Folge gemerkt, dass er Sprit. Also er hätte. Es war ungefähr noch viertel voll, aber ich hatte ihn noch, bevor ich jetzt auf Aufnahme gedrückt hatte, hatte ich ihn noch getankt, damit wir jetzt noch weitermachen können, ohne dass wir das noch in die Folge mit reindrücken müssen. Das tanken. Und, ja, war schon richtig. Diese Meldung, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch zum allerersten Mal im LS. Also mit dem Spritter halt, ne? Hatte ich vorher auch noch nicht. Dann hatte ich natürlich auch noch ganz liebe Kommentare von euch. Jetzt hier zum Beispiel. Einer hatte mir geschrieben, dass er zum Beispiel den LS mit
Gamepad und Maus und Tastatur spielt? Das ist die Frage, die ich am Anfang immer gestellt habe, nie eine Antwort bekommen habe. Nochmal ganz lieben Dank für den Kommentar. Ich habe ja gesehen, aus welcher Folge das war. Das muss von den früheren gewesen sein. Ganz lieben Dank, dass darauf reagiert worden ist. Es interessiert mich halt. Ich bin halt so ein neugieriger Mensch. Wie gesagt, ich spiele ja mit Lenkrad und dergleichen. Bin so ein verrückter Typ da. Ich gebe auch viel zu viel Geld aus. Gebe manchmal auch Ärger bei meiner Frau, was so Hardware, Teile und alles sowas angeht. Aber es ist, wie gesagt, mein Hobby. Ne? Was willst du machen? Aber ich kann mir natürlich auch nicht alles leisten. Man muss auch vieles musste dir sparen oder dann mal zu Weihnachten oder whatever da halt. Ne? Das ist halt so, wie es ist. So. Wir machen es so wie immer, würde ich sagen. Da er ja nichts drauf hat, ist es schlimm, wenn wir hier so ein bisschen mal ihn so ans Feld karren. Aber wir sind ja natürlich stets bemüht, es nicht zu tun. So, den haben wir abgehängt. Sehr schön. Dann jetzt wieder rückwärts. Oh Gott, entschuldigt, Schluck auf. Bestes Ingame-Wetter, wieder 10.11 Uhr. Wie geil ist das? Na, will er noch nicht? Will er noch nicht? Will er noch nicht? So. Dann wollen wir ihn auch mal wieder Burstblade-technisch in die Spur bringen. Das heißt, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind auf Feld 1, ne? Genau. Feld 1. Dreschen. Kurs laden. Aktivieren. Gib ihm. Du fährst los. Dann kann ich hier die Deichsel noch mal ein Stück rüber rücken. Damit. Ah. Sehr schön. Ist nicht im Wege, ne? Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt wieder. Ich habe da keinen Bock hinzurennen. Das machen wir einfach mal wieder so. Ja, Motor an. Was habe ich jetzt drin? Das heißt, wir müssen ihn auf jeden Fall vorher nochmal abtanken. Das lohnt sich sonst nicht. Ich möchte meine vollen 8000 Liter doch schon dann zum Landhandel mitnehmen. Oder Landhandel? Oder wo sind wir da jetzt? Nee, Landhandel ist der andere. Ach egal, ihr wisst schon. Irgendein Verkaufsheini, ne? Wo wir es dann loswerden. Aber ein guter Preis, also da kann ich nicht widerstehen. Ganz ehrlich, wir haben eben für 8000 Liter 15.000 Schießesmichdruck bekommen. Bestens. Kannst du nicht meckern. Also zumindest ich bin der Meinung, kann man nicht meckern. So, er hat jetzt, was hat er denn jetzt? 34, nee, 7%, 8%. Das heißt, wir werden jetzt definitiv in den Fendt wechseln. Und, genau. Den erstmal wieder. Zack. So, wieder an. Ach, wir stehen schon richtig. Wunderbar. Ja, ich denke mal, die gucken wir uns jetzt mal an, ob die passt. Hatte ich mir so überlegt. Leute. Aber ich habe auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Wir werden auf jeden Fall noch eine weitere Scheune und dergleichen brauchen. Das ist mir einfach noch... Ja, ich bin so ein kleiner Ordnungsfanatiker oder so, ne? Natürlich alles zu seiner Zeit, wenn man sich es leisten kann. Aber ich habe es gerne irgendwie immer... Ja, zum größten Untergang. Ich meine, selbst in Schwader kommen jetzt bei der neuen Scheune. Haben wir draußen, aber unterm Dach, ne? Optimal. Also für mich. Also ich finde es schon in Ordnung. Das lange Aas kann da ruhig stehen. Das ist in Ordnung. Ja. So, dann wollen wir mal schauen. Ich glaube, die BGA muss auch noch gefüttert werden. Milch muss, glaube ich, noch. Also wir haben urst viel zu tun. Wir haben echt urst viel zu tun. Aber ich will mir jetzt auch keinen Stress machen, bin ich ganz ehrlich. Wozu? Wir haben Zeit. Es soll ja irgendwo auch ein bisschen, ja, Spaß machen. Und das tut es mir ja mit euch auch immer. So, und jetzt bin ich mal gespannt, Freunde. Jetzt bin ich mal... Warte mal. Ich muss mal kurz rüber gucken. Taste 20. Ich habe mir das übergelegt. Ist da. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Kann ich ihn... Ja, kann ich. Kann ich. Was sei. Ich konnte ihn runtersetzen. Das, deswegen hatte ich gerade auf die Taste geguckt, damit ich blind jetzt auch gleich finde. Das war mir jetzt wichtig. Und ich denke mal, das sieht doch ganz gut aus. Den kriegen wir doch hier schön, schön reingedrückt. Das ist doch in Ordnung. So. Hört mir noch ein Stück vor. Ich wollte mal ganz kurz was gucken. Sind diese Türen begehbar? Das interessiert mich jetzt mal. Tatsächlich. Die sind begehbar. Dann nehme ich mal an, die da. Ich hatte doch abgehängt. Dann muss ich es nochmal machen. Tatsächlich. Ne, sehr schön. Und. Ne. Licht hat er doch auch, ne? Das müssen doch diese Lichtschalter sein. Aber. Merkwürdig.
Komme ich da hinten an den Lichtschalter? Oder muss ich R drücken? Manchmal ist es ja auch R. Oder sie gehen abends automatisch an. Das können wir auch haben. Okay, nein, nein. Wir wollen uns jetzt auch nicht zu lange hier aufhalten. Aber es war einfach jetzt nur mal Neugier. Ja, ne? So, dich wieder zu. Dann machen wir dich wieder aus. Dich hänge ich jetzt aber auch wirklich ab. So, sehr schön. Dann haben wir hier drei Teile drin. Sehr gut. Da könnten... Wartet mal, da können wir doch noch... Oh ne, das ist zu eng. Das ist zu eng, weil ich dachte jetzt noch an den Wender. Und da, ich hätte gern alles, was so Mii-Dings ist, hätte ich ja gern zusammen gehabt. Obwohl, den Wender könnte ich da noch hinstellen. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Den Wender kriegen wir da noch hin. Weil das Silo wollte ich ja nur benutzen, wenn überhaupt für Stroh. Also als lose Schüttung oder so. Ansonsten nur im äußersten Notfall. Falls wir echt das andere so voll kloppen, dass wir überhaupt keine Kapazität mehr haben. Ja, das natürlich. Ist das eine Ausweismöglichkeit auf jeden Fall. Ja, hier links haben wir auch noch ein Baugebiet. Das sind gar nicht so teuer. Das, da bin ich auch noch am Überlegen. Da muss ich echt nochmal in die Karte gucken und X drücken. Da kann man ja mal sehen, wenn man es anklickt, wie teuer ist etwas. So, wartet mal. Den kriegen wir doch noch wunderschön dahin. Ja, wisst ihr, und die Mähwerke, die hätte ich ja, aber die kriege ich nicht mal in die Halle rein. Dann hätte ich alles, was Gras ist, ja irgendwie mal so ein bisschen zusammen, ne? Wäre schon was gewesen. Na gut. Bringen wir das noch hin. Was hat mein Drescher? Der hat 45%. Er wird blockiert. Wenn ich das sehe, dann wollen wir da gleich mal hin, dass er weitermachen kann. Na, wieder die alte Stelle. Der Baum, ne? Naja. Der Baum. Wir haben jetzt ja auch wieder Stroh, verdammte Hacke. Ach ja, siehst du, dann würde das ja ganz gut hinkommen mit unserem anderen Silo. Macht er? Sehr schön. So, dann gehen wir wieder rüber. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich wundere mich schon, wenn man da nicht weitergeht. So, dann haben wir den Umzug ja auch schon mal ganz gut von der Backens. Sehr schön. So. Und zwar machen wir das... Na, die Türen werde ich eh nicht benutzen, glaube ich. Zumindest nicht alles, glaube ich. Kommen wir einmal... Na. Ganz einschlagen. Okay. So. Nee. Das war falsch rum. Sehr schön. Nee, das kann auch ruhig hier stehen. Wartet mal, jetzt will ich mal ganz kurz von außen gucken. So würde ich sagen. So würde ich sagen, geht das. Oh, scheiße. Aber das mit dem Mähwerk, das nervt mich so ein bisschen. Das nervt mich so ein bisschen. Oder ob ich die... Ah, nee, hier draußen. Ich meine... Wie könnte ich sonst auch draußen mit hinstellen? Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier die Halle zu. Ne? Dann sieht das ein bisschen anständiger aus. Ne, weil die Mähwerke, die kann ich doch eigentlich auch... Da hinten vielleicht noch? Jetzt, nee, inzwischen nicht. Da war nichts mehr, ne? Das ist nur so ein... Ah, ne. Schwierig. Da am Tor würde ich es ja ungern hinstellen.
Nee, da muss ich mir noch was anderes überlegen. Obwohl, ich hätte sie gerne hier. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte sie liebend gerne hier. Ah, kauft man schon so eine große Scheune und ist doch noch zu klein. Mann, 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 Mann. Ah, Jesus Maria. Ich stelle sie erstmal mit dabei, damit ich zusammen habe. Und zwar an der einen Kante da. Und dann sehen wir weiter. Das heißt, wir werden einmal das Gewicht hier auf dem Hof lassen. Ja, ihr seht, heute ist so ein bisschen organisatorisch was zu tun hier. Ne, aber muss ja auch mal sein. Den Düngerstreuer, da bin ich im... Ja, Ernie, mach doch mal die Tür zu. Den Düngerstreuer bin ich am Überlegen, ob ich den verkaufe. Weil wir werden jetzt ja alles mit den Gärresten ja auch irgendwie machen, ne? So. Eier kommen auch, sehr schön. So, dann wollen wir mal. Dann haben wir das nämlich hier hinten auch schon mal raus. So. Boah, eine Kurbelei heute vor dem Herrn hier. Ach ja, aber da ist es schicki. Dann ist es doch schicki. Zack. Bringen wir das auch noch weg. Wird zwar nicht schön, aber selten. So. Oh Gott, ey, du kaum fängt mal mit euch an zu zocken, dann geht die Zeit auch schon wieder vorbei. Ich könnte schon wieder im Strahl spucken. Hammerhart, ey. Man nimmt sich dann immer so viel vor und schafft das alles gar nicht mit euch. Na gut, dann in der nächsten Folge wird dann der andere Teil vorangehen wollen, irgendwie so tun. So, jetzt gucken wir nochmal, aber es wird wohl nicht anders gehen. Und zwar werden wir die jetzt erstmal, genau, hier so ranstellen. Da ich ja, bevor wir überhaupt hier Wender und Schwader brauchen, sowieso an dem Mähwerk erstmal muss, ist das gar nicht so schlimm, dass ich das erstmal davor stelle. So, und so schnell werden wir aus dem Silo, ist A, ist noch nichts drin und B, so schnell werden wir da auch nichts rausholen, selbst wenn ich jetzt noch das Stroh da reinbringen würde, was ich wahrscheinlich machen muss, denn das Ballenlager, Strohballenlager ist ja schon voll. OKI. So, das passt ja auch ganz gut. Der Drescher ist voll. Dann haben wir jetzt alles Grastechnische in der Scheune. Lagerhalle, whatever, Fahrzeughalle. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt, bis auf die Mähwerke, aber da muss ich halt nochmal gucken. Da muss ich nochmal gucken. So, jetzt werden wir auch gleich, bevor wir es wieder vergessen, einmal schnell das Gewicht wieder ranmachen, den Pent abstellen und rüber. So, dolle. Ne? Jetzt hat er es. Vogelperspektive, wa? So, würde ich sagen, stellen wir ihn jetzt erstmal hier hin. So, dann. Ach Gott, falsche Taste. Leute, ich bin ja schon völlig durch den Wind hier, wa? Anschmeißen den Hobel. Wo steht er denn? Wo hat er sich versteckt, der Junge? Ah, da. Da hinten in der Kurve. Da hat er sich versteckt. So, sehr schön. Tanken wir ihn ab. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, die Zeit ist leider schon wieder um. Wir haben es mal wieder geschafft. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst angefangen und irgendeiner hat die Zeit geklaut hier. Wie gesagt, es macht immer Spaß mit euch. Noch kurze Info, wir sind jetzt bei 322 Abonnenten. Vielen lieben Dank für alle. Kurz noch vorgelesen, den ich jetzt alles so sehen kann. Dominik Russwurm, Gamer Finn, Ralf, Neddy, 1988 TV, Gaming Fluffy, Bomber Bully,
Birgel und wie sie alle heißen. Also ganz lieben Dank für die, die ich nicht vorlesen konnte, die ja ihr Konto nicht öffentlich haben. Da tut es mir leid. Ich kann noch mal ganz kurz gucken. Hatte ich noch einen vergessen? Dominik Schneider, Lapando und wie sie alle heißen. Wunderbar. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen ganz tollen, was ist morgen? Donnerstag. Und dann werden wir uns wiedersehen. Bis dann würde ich sagen, bleibt gesund. Euer Ernie. Ciao, ciao.